Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark. Und wir werden mal gucken, dass wir dem Typen hier irgendwie... Ich weiß nicht, ich dachte so erschrecken und dann stößt er irgendwas um, dann... keine Ahnung, was halt, ne? Ich denke mir aber, von ihm werden wir jetzt... die nächste... Also von ihm werden wir die nächste Waffe vielleicht kriegen. So, auf ein neues. Ich hab da jetzt... ich hoffe, diesmal klappt es. Absolut keine Ahnung, ob es diesmal klappen wird oder nicht. Aber ihn erschrecken und dann Dingsbünd tätigen. Nur, dass ich diesmal nicht erwischt werden will. Papiertüte benutzen. Morning, Sir. Verschieben. Nein, ich habe ihn verfehlt, verdammt! So ist das schon viel besser. Normalerweise werden wir da untergestoßen, wenn wir sterben. Und so finde ich das viel, 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 viel besser. Ein Manuskript. Oh, eine Schrotflinte, eine Flasche zum Heilen und dezent wieder runterfallen, ne? So, speichern. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit für mich. So, wir gucken uns jetzt erstmal das Manuskript an. Life and Times of the Freebooters and Buccaneers. My iron fist will lead you till it freezes in hell. Cheers rang out at this promise. Hanging by the foot from a spar, the one-armed man begged for mercy. One-eyed Jack looked up at him with his good eye and said, May the sun cure your flesh and tan your stinking hide, you poxy cur! Black Hat stood ready. The shark's fin glided close by. No, not that, yelped the one-armed sea dog. Black Hat threw his hat and it cut the rope. The one-armed man did not swim long. Ah, for the captain, roared the shipmates. Caramba, that seems a little harsh, muttered Luis. The new cook, T-Bone, glared. Maybe you want to swim too, eh? He growled. No, senor, I beg you, I say nothing. Then shut your gob and do as you're told. Three knocks if you want to enter the captain's cabin. And forget one arm. His cooking was only fit for swine. Ja, man hat ja schon öfters gemerkt, dass es hier um One-Eyed Jack geht und, was ist das eigentlich? Verschieben? Kann man da irgendwas verschieben? Ich weiß es nicht, das sieht so... Was habe ich denn eigentlich noch gekriegt? Ich habe die Schrotflinte gekriegt. Achso, und sonst nur die Feldflasche, okay. Kann ich damit irgendwas... Da ist ein Loch in der Pendeluhr. Ein Loch in der Pendeluhr? Aber warum? Ach, warte mal, können wir vielleicht... Ah, warte mal, wir haben doch die Kurbel bekommen. Doch gesagt, da geht es lang. Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's gesagt. Was haben wir hier? Ein Buch. Crew muster for the Three Master Flying Dutchman. Turn to freebooting December 25 of the year of our Lord 1724. My music is a requiem. Sean O'Leary from Dublin dreamed of becoming a harpsichordist,
but was hounded from the country after throwing three guests through a window for having suggested that his Vivaldi was perhaps slightly fast. He joined the Third Highlanders and lost a hand at the siege of Gibraltar. He deserted and studied the accordion under Sancho Fernandez, the mad armorer. Hiding out in the Leeward Islands, he did many lowly jobs. He was almost lynched during the Red Night and sought refuge with One-Eyed Jack. He became one of his lieutenants after the Chow Bang Massacre. October 1712, musician. So, ich frag mich jetzt... Ein Schuss! Nur ein Schuss! Ach Gott, da muss ich mich auf jeden Fall irgendwie kämpfend durchbringen und speichern. Ein Schuss nur! Was ist das da? Fünf Schuss! Nur! Die Kerze ist nichts. Da geht's ja auch nicht lang, ne? Nein, okay. Ich kann jetzt also nur hier lang. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Schießt er mit Feuerwerksraketen oder so? Jetzt frage ich mich gerade wirklich, was macht er da? Ich gehe einfach wieder runter. Nein, war so nicht geplant, aber gut. Was macht er da? Der hat ein Dings, ein Akkordeon. Das hat jetzt voll viele Schüsse gebraucht. Aber so richtig viele. Ich habe einen Haken gefunden. Ist hier sonst noch irgendwas? Das gibt's doch. Was sind das hier gerade für komische Schüsse? Jetzt habe ich wieder nur einen Schuss. Hey. Ach, das ist eine Tür. Mit einem Badedings, was? Ach, ich hab mich gerade erschreckt. Ich dachte, dass da an der Seite das wäre irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas Totes, Liegendes. Ein Schneidebrett habe ich gefunden. Okay, die Treppe geht nach oben. Und Dings, hier ist noch eine Tür. Ich will erstmal durch die Tür gehen. Ach, daher kommen die Schüsse. Noch scheint die mich nicht... Nein, die haben mich gesehen. Okay. Ich nehm's zurück. Die haben mich gesehen. Nein. Oh, verdammt. Das wird nichts. Ich muss den Speicherstand von davor aufrufen. Den da. Da muss ich die Waffe nämlich zum Schluss nehmen und mach gegen diesen Music Man, sag ich mal, kämpfe ich so. Versuche ich es zumindest. Ich nicht, dass ich mich schwach fühle. Ich habe auch ganz viel Heilung, also von daher. Verliere ich irgendwas? Nö, ich verliere gar nichts, okay. Mal
Gut, nehme ich so. Da hätte ich die Munition mir echt sparen können an der Stelle. So, jetzt habe ich ihn in der Ecke gedrängt und jetzt heißt es nur noch zuhauen. Irgendwann geht's. Ach, jetzt endlich. Gut. Nehmen wir das mal mit und dann... nicht laden, Dingens. Sondern überspeichere ich das auch direkt. Nimm dann die Patronen dafür und... Ups, das ging schnell. Die Schrotflinte. Dann kann ich hier rein das Schneidebrett holen und zu dem Schießstand gehen, und wo ich ja wohl dann ein bisschen mehr Munition und so weiter kriegen sollte, oder? Hoffe ich mal. So. Mal gucken. Nein. Der eine ist ja schon tot. Nein. Zurück. Genau, jetzt. Schießen. Nochmal schießen. Noch, komm. Schieß nochmal. Wieso ist denn das schon wieder leer? Da musst du kämpfen, warte mal. Nein, ich nehme erstmal. Ich trinke erstmal was. Guck mal, der wartet extra. Oh, der lädt nach. Deswegen hat er gewartet. Er trifft mich so aber auch nicht. Das ist gut. Ich mach einfach weiter. La 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 la. Uff, kann ich auch. Los, komm. Es ist ein bisschen langwierig, ich weiß, aber gutes Ding will Weile haben. Ich glaube, seine Fäuste machen nicht so viel Schaden wie eine Waffe. Ach, er ist erledigt, okay. Gut. Ach, meine Güte, ist er theatralisch gestorben. So, ich sehe hier schon mal Munition. Das ist ja schon mal ganz gut. Die Schrotflinte ist jetzt jedenfalls wieder geladen. Mit 4 Schuss. Ach du Scheiße. Ah. Der hat doch auch irgendwie gemeint, dass das was mit den Karten zu tun hat und ich mich an das Pokerspiel und so erinnern soll. Die haben in die Richtung geschossen, ne? Okay. Muss man das drehen? Oh, mein Fuß. Ich mag gerade meinen Fuß nicht bewegen. Ich habe richtig, richtig blöd drauf gesessen. Warte mal. Ich versuche mal zu drehen. Ich habe ja schließlich schon, es passiert nichts, wenn man dreht. Was ist das? Kann ich da rein? Nee, das wird sich dann öffnen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man drauf schießen soll. Auch wenn die ja die ganze Zeit drauf geschossen haben. Ich versuch's einfach mal. Scheiße, das ist wirklich mit draufschießen. Oh, warte mal. Vielleicht ist es ja so ähnlich wie das im Garten. Da muss ich mir das aber nochmal angucken. Ich weiß auf jeden Fall, das Herz, das war Karo. Ach, ich kann es auch jetzt ausprobieren. Ich habe einen Schuss verballert. Das war auf jeden Fall Karo. Jetzt kann ich ja ausprobieren, ob das Kreuz ist. Nein, da passiert nichts. Oh, Herz sogar wieder. Na, jetzt ist eh wieder leer, ja. Ach du meine Güte. Schade, neue Munition kommt nicht. Oh, das ist
davon abgebildet. Also das heißt Karo, Kreuz, Pik und Herz. Naja, erstmal wieder den Speicherstand aufrufen. War das echt so? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Naja, ich habe eh nicht genügend Muni. Von daher... Ach, das ist ja fies. Denn hier noch entsprechend Muni haben... Ach, das ist echt gemein. Ich hoffe, ich finde noch genug. Oh, da ist die Treppe. Ich war gerade voll irritiert wegen dem Bildwechsel. Also hier ist nicht... Oh! Der hat mich one-hit! Der hat one-hit Ich renne eher mit dir. Vor allem wow. Hallo? Nein? Warum rennst du schon wieder runter? Geh wieder hoch. Nein, verdammt! Nein! Schön, dass du lachst. Und wieder hoch! Oh Gott, da kommt er schon. Ich hab ihn gesehen. Also hier oben ist ein Typ. Warte mal, ich renne ein bisschen rum, okay? Okay, mach einfach auf. Ich guck mich einfach um. Ich hab eh keine Ahnung, wie ich das alles machen soll. Der rennt mir auch noch hinterher. Ich gehe einfach mal über rein. Ich geb dir auch gleich. Lass das. Du Sau, lass das. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nein, du sollst da. Überall Schritte, ich kann die gar nicht mehr zuordnen. Oh, hallo. Machst du mir eigentlich irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Doch, schon. Oh, guck mal, da ist ein Buch. Naja, da, guck mal, das kann ich beiseite schieben. Oh, wieso habt ihr eigentlich alle Waffen und ich nicht? Warum? Ja, weil meine Waffen ja komischerweise runterfallen mussten, ne? Danke, Typi. Oh, guck mal, jetzt ist der auch da. Ja, guck mal, jetzt lasst ihr mich schon gar nicht mehr vorbei. Das ist echt unfair von euch. Ich weiß, ich renne hier gerade einfach nur aus Jux und Laune entlang. Einfach nur, um mich ein bisschen umzusehen und weil ich eh keine Ahnung habe, was ich machen soll und es daher keinen Sinn macht. Warte, ich kann ja noch. Ich speichere das eh nicht. Achso, du trinkst noch. Ich dachte gerade, hä, warum läufst du nicht? Lauf doch. Ach so, hier ist ein Bad. Guck mal, hier ist ein Bad. Mhm. Okay, ich habe auf jeden Fall die beiden. Und der Typ folgt einem nicht nach oben. Vielleicht sterbe ich sowieso. Mal gucken, haben wir noch Zeit? Ja, gut. Kann ich das perfekt als Ende nehmen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit ein bisschen mehr Ahnung, Plan. Ich muss mir das mal überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich weiß es noch nicht so genau. Naja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, eure Time.